Mein Name ist Tatjana Fechner. Mein Name ist Joran Fechner. Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Hier dreht sich alles rund um gesunde Zähne und unser Lieblingsthema, die Zahnerhaltung. Außer heute, denn heute ist Zeit für eine Sonderedition. Wir suchen nämlich jemanden und vielleicht suchen wir genau dich. Ganz schön synchron. Ja, das war schön. Naja, also wir suchen dich vielleicht. Also wir bekommen total viele Anfragen bei YouTube, vor allen Dingen in den Kommentaren, ob wir noch Mitarbeiter suchen und dass jemand ganz gern bei uns arbeiten möchte. Und ehrlicherweise haben wir nie so richtig eine Stellenausschreibung rausgegeben. Also auf unserer Website findet man es vielleicht nicht ganz genau, aber wir freuen uns natürlich trotzdem immer über Initiativbewerbungen. Also wenn du schon irgendwie mit dem Gedanken gespielt hast, dich bei uns zu bewerben, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt gekommen, denn wir haben nämlich momentan wieder die Möglichkeit, Stellen zu vergeben. Und zwar zum einen im Bereich der zahnärztlichen Assistenz, also wenn du ZFA bist, kannst du dich sehr gerne angesprochen fühlen. Und als zweites im Bereich der zahnärztlichen Prophylaxe. Das heißt, da suchen wir genau entweder eine ZMP oder eine DH oder irgendjemanden, der zwischendrin oder auf dem Weg dahin ist. Also wenn du dir überlegt hast, du bist momentan ZFA, möchtest aber eher in den Bereich der Prophylaxe wechseln, unterstützen wir dich total gern dabei. Ja, also wir könnten jetzt natürlich damit davon erzählen oder die Stellen, das Stellengebot damit beginnen, dass wir darüber erzählen, wie überdurchschnittlich das Gehalt ist, dass wir natürlich eine geregelte Überstundenregelung haben, dass wir ein junges, innovatives Team haben, dass wir dich sowohl finanziell auch zeitlich bei möglichen Fortbildungen unterstützen, aber das ist alles für uns relativ selbstverständlich und eigentlich jetzt so nicht erwähnenswert. Aber was vielleicht erwähnenswert ist und worüber wir reden sollten oder was dich sehr interessieren sollte, ist, was bei uns vielleicht anders ist als bei anderen Arbeitsstellen, wo du vorher warst. Ja, also vielleicht hast du ja schon mal bei YouTube reingeschaut. Das heißt, du weißt ja schon, wie unsere Praxis aussieht. Du kennst das Team schon so ein bisschen und du kennst auch uns schon ein kleines bisschen. Und dann weißt du vielleicht auch, dass wir ein Spezialistenkonzept pflegen. Also, dass nicht nur die Zahnärzte sich spezialisieren auf einen gewissen Bereich, sondern auch alle in der Praxis drumherum. Und unser Ziel ist es eigentlich, für jeden Einzelnen das zu finden, was ihm am allermeisten Spaß macht, wo er dann richtig aufgeht und was so ein bisschen ja, mehr Berufung und Leidenschaft ist. Weil wir sind der festen Überzeugung, wenn einem das Ganze so viel Spaß macht, dann fühlt es sich gar nicht mehr wie Arbeit an. Und vielleicht können wir ja für dich diesen Bereich finden. Also wie du schon gesagt hast, unser gemeinsames Ziel ist es, mit dir gemeinsam herauszufinden, was deine Stärken sind und wie wir die weiter ausbauen können und wie du die eben auch damit langfristig dranbleiben kannst und vor allen Dingen, was uns sehr wichtig ist, dass man auch eine langfristige Zusammen- und Mitarbeit im Team schafft. Und da ist es aus unserer Sicht unablässlich, dass man eben das macht, was einem wirklich Spaß macht, was einem mit Freude ausfüllt und worum man am Ende des Tages auch richtig gut ist. Und das würden wir gerne in dir fördern und mit dir zusammen ja, ausbauen. Und das heißt, wenn du darauf Lust hast, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du dich bewirbst. Das geht ganz klassisch per E-Mail, das wäre die info@zahnarztpraxis-fechner.de. Oder ganz unkonventionell über Instagram-DM oder YouTube-Kommentar, wie auch immer. Oder vielleicht auch Freitag, wenn du in der Nähe bist, Freitagnachmittag und ja, du kommst einfach vorbei. Oder du rufst einfach mal durch und wir lernen uns kennen, das würde uns sehr freuen. Also vielleicht sehen wir uns bald bei uns in der Praxis. Ja, bis ganz bald. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.